Musiktechnisch nicht. Oh. Mann. Lauf, mach doch nicht alles kaputt hier, ey. So, und das war wichtig. Das war sehr wichtig. Das hat sehr viel gebracht. Wer hat denn die scheiß Granate geschmissen, ey? So, wird direkt mal zurückgeschmissen. Und nochmal. Ja, Bastarde, genau. Ach, Leute, ihr könnt doch keine Rauchgranaten-Dinger hier schmeißen. Ich seh doch dann gar nichts. Okay, der war Kopf. Das war auch Kopf. Was ist jetzt hier? Ich meine, da kommen jetzt noch zwei, drei Shotgun-Fuzzis. Ich kann mich aber nicht mehr so ganz dran erinnern. Ist auf jeden Fall hier so werkstattmäßig. Hier ist eine Bohrmaschine. Das Rauchen ist immer noch verboten. Und ich höre jemanden schießen. Oh nein. Keine Zeit. Nein, 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 nein. Oh, super. Ja, hallo, knie dich mal hin. Ja, das hätte jetzt nicht sein müssen. Okay. Also der gepanzerte Spacko ist schon mal weg, das ist sehr gut. Oh, da eine Granate. Oh, und Munition. Da kommt noch so einer. Oh! Hat's ja richtig gebracht. Ich geb dir Deckung. Ich finde das irgendwie cool. Gibt's sowas in Wirklichkeit? Also das erste, was rumgespritzt wird irgendwie und dann wird es entzündet? Gibt's sowas als Waffe? Wo? Ich mach mal wieder eine normale Waffe. Weil damit kann ich jetzt, glaube ich, gleich besser, also mehr anfangen. Moment! Ich bin fast da! Feuerlöscher. Okay, wir müssen hier vorne an die Tür. Oh, wir können wieder unser Dingsbums benutzen. Nee, doch nicht. Ach Mann, jetzt habe ich schon gedacht, dass die Tür abgeschlossen wird. Ach, hat er sich schon die Waffe genommen. Ich werde beschossen!
erledigt! Vorrücken! Ich gebe Deckung! Ja, ich Dann weiß. Ziehen Sie den Kopf ein! Schlampe? Kann ich eigentlich sterben? Flinte neutralisiert! Schön ist, dass die mit einem Schuss direkt tot sind, egal wo man den hinschießt. Okay, 5 Schüsse habe ich noch. Los! Ich gebe Deckung! Stellung halten! Haltet die Halunken auf Abstand! Halunken? Wo habe ich denn jetzt die Munition her? Hatte die noch? Ei, ei, ei. Ich sehe nix. Sind durch. Ne, wir sind durch. So war das. Galaxy Quest, ziemlich am Ende. Wir sind durch. Als er die Zeit zurückgedreht hat. Müsste ich auch nochmal gucken, den Film, der ist cool. Die andere Waffe. Habe ich nicht mehr, schön. Gut, dann laufe ich halt mit der hier rum. Drei Schüsse schon. 4, 5. Alles in Ordnung? Ich wollte gerade sagen, warum haut er sich nicht sein komisches Zeug rein? Gas. Gib doch mal Gas, ey. Granate! Das war knapp. Ja, halt sie vielleicht noch ein bisschen länger in der Hand. So viel zum friedlichen Vorgehen. Verdammt, mir ist nicht nach Scherzen. Sie sprachen von Beweisen. Wo sind sie? Geduld, Ritter. Wir sind fast da. Suchen wir einen Weg hier raus. Das stimmt. Hier können wir nicht lang bleiben. Hier drüben! Okay, hier habe ich das letzte Mal ein bisschen gehangen. Gehangen. Bin ich mal gespannt, ob ich das jetzt hinkriege. Oh, guck mal, eine riesige Drehmaschine. Noch eine. Was? Ah, guck mal, hier liegt was. Ein Foto. Die Vereinte Indian Company versucht, auf dem neuen Kontinent Fuß zu fassen. Vic, Head, Office. Kann ich hier lesen? Philadelphia, PA. Everything is on. Ne, oder everything is on schedule. MIE. Oder so. Krickelhandschrift. Kann doch keiner lesen. Hier würde er wahrscheinlich sagen: das ist zu. Ja. Wir müssen einen anderen Weg suchen. Ja. Vielleicht kann man von der anderen Seite aufschließen. So. Muss ich das jetzt schon machen? Der Flaschenzug könnte noch funktionieren. Ja.
glaube, dieses Ding habe ich beim letzten Mal nicht gefunden. Also habe ich nicht gesehen, dass es das gibt. Das müsste nah genug sein. Jetzt müssen wir hier hoch. Sie gehen darauf. Ja, ja. Ich denke, von hier erreiche ich den Flaschen. Ja. Ich bediene die Kette. Ja, bitte mach. Ich trinke mal gerade was. Es ist nämlich gerade sehr gediegen hier. Kommen Sie auf die andere Seite? Ich kann es schaffen. So, dann haben wir hier noch ein paar Flaschenzüge und Haken. Und Dings. So, was ist das? Was ist das? Irgendwas, was irgendwas anzeigt. Oh, und da ist ein kleines Döschen. Telegramm vom neuen Kontinent. Vom neuen Kontinent. Ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Telegramm vom neuen Kontinent. 12. Mai 1884. Heute ist der 42. Tag unserer Reise durch den neuen Kontinent. Sir Stanley scheint die Reise beenden und in sein geliebtes Afrika zurückkehren zu wollen. Seit dem letzten Mal hat sich viel verändert. Die Wilden in diesem Land scheinen zahmer und besser erzogen zu sein als seinerzeit. Mit Wilde meine ich aber nicht die Ureinwohner dieses seltsamen Landes. Diese sind ein wunderbares Volk. Die Wilden, von denen ich spreche, sind die schießwütigen Irren in den Städten dieses großartigen Kontinents. Viele haben den alten Zeiten abgeschworen und fristen ein zivilisierteres Dasein. Wir sind unterwegs in den Staat Nevada. Eine Wüste, so weit das Auge sehen kann. Und unser Weg an die amerikanische Westküste. Meine Aufregung und Vorfreude sind kaum zu bremsen. Kalifornien ist nur 3 Tage entfernt. John Smith, Gehilfe von Sir Henry Morton Stanley. Wer auch immer das ist. So, dann können wir jetzt dieser netten Dame... Nicht netten Dame, die Tür aufmachen. Ritter, hier drüben. Ja, ja. Ja, ich bin auch hier. Ich zähle bis 3. 1, 2. Tot. Huch. Ich dachte, ich müsste den Typen umlegen. Aber ich musste auf die unsere Kumpanin. Ich zähle bis 3. Ja, 1, 2, 3. 2. Jetzt wissen wir ja, wo wir hin müssen. Achtung! Verriegelt die Tür! Lass sie nicht raus! Hab ich. Was ist das? Das ist eine Shotgun, ne? Ja, das ist eine Shotgun. Ich gebe Deko! Ich gebe Deko. Kann man eine Großgranate schmeißen? Rauch unterwegs! Boah, ich schieß mit der Piff-Puff. Okay. Geh doch mal wieder zurück in deine Deckung, das ist immer so schwer dran. Alles klar, Sirster. Okay. Granate. Ich hatte eben gesehen, man konnte da hochklettern.
Ich will da noch nicht raus. Verschwinden wir von hier. Nee, noch nicht. Ich will mir erstmal eine vernünftige Knarre holen, ey. Vernünftig ist anders, aber... Na gut. Hier ist es auch übelst am Blinken. Ach, Munition. Da ist noch eine Granate. Okay, ich habe hier eben irgendwas gesehen. Da. Gucken, ob hier oben noch irgendwas Besonderes ist. Blut auf jeden Fall. Munition. Oh, was war das? Dann nehmen wir doch lieber die. Jetzt musste die Leiter auch noch runterklettern. Das, was er normalerweise springt, muss er jetzt klettern. Na gut, dann kann ich jetzt gerne folgen. Ach, die will schon wieder irgendwann rumschieben. Hier ist nix. Ja. Das werden die nie verstehen. Inspektor Bachiserei in Whitechapel umgekommen. Das werden die nie verstehen. Achso, das hat er gerade. Das hat er gerade gesagt. Okay. Was willst du jetzt hier? Was hast du vor? Ah, okay. Durchquetschen. Nani! Was macht ihr hier? Devi, schon gut. Du kannst frei sprechen. Devi, weiter! Es ist genau wie auf dem Luftschiff, Rani. Die Fracht ist für Amerika und Westindien bestimmt. Wie viele? Die Ladung wurde mehr als verdoppelt. Sie machen wohl verlorene Zeit gut. Die Lieferung darf den neuen Kontinent nicht erreichen. Da ist noch was. Die Wachen sind alarmiert. Sein Name wurde erwähnt. Sie arrangieren ein Treffen. Vielleicht haben wir doch Glück. Wessen Name war das? Einer eurer werten Lords. Wenn er für ein Treffen hierher kommt, sehen Sie es mit eigenen Augen. Gar nichts. Lord Hastings ist Kämmerer und ein Peer. Er ist häufig in unserem Rat. Ja, eingeweiht in die Operation des Ordens. So ein Glück für ihn. Sie erfinden Verschwörungen, wo es keine gibt. Sehen Sie sich die Ladung an. Ich fantasiere nicht. Rani. Gab Ghost, baby, was er? Ad hoc, to vozaror suniga. Agar usne nemat nami to?